So, Mission 9 Engelstrompeten. Wir sollen das Kloster einnehmen. Panzerabwehrbedrohung sollen wir ausschalten, Panzerabwehr zerstören und Mörserstellung ausschalten. Und hier oben haben wir nämlich dann unser Kloster. Von der Weite geht's eigentlich. Oh, schaut mal an. Getötete Feinde 211 bis jetzt. Panzerabwehrtreffer 7. Oh Mann, sie haben diesen Berg die ganze Nacht unter Beschuss genommen. Ich denke, jetzt sind wir an der Reihe, Bravo. An alle Dagger, hier ist Dagger 1. Warten Sie auf weitere Befehle. Im Kloster hat die VBA Mörserteams stationiert, die eine erhebliche Bedrohung für unseren Vormarsch auf dieser Seite der Insel darstellen. Unser nächtlicher Artilleriebeschuss zeigte leider keine Wirkung und ihre Flugabwehrgeschütze machen einen Luftangriff unmöglich. Mit Unterstützung von schweren Panzern und leichten Fahrzeugen werden wir ein Loch in ihre linke Flanke reißen, damit wir das Kloster direkt unter Beschuss nehmen können. Anschließend werden Infanterieeinheiten das Kloster stürmen und die Mörserteams der VBA ausschalten. Dagger 1 out. Ah, wir dürfen fahren. Dagger 1 Bravo, hier ist Dagger 1. Bitte kommen. Over. Dagger 1, hier ist Dagger 1 Bravo. So, steigt mal schön ein. Dagger, Ihr Befehl lautet, den Vorstoß eines Panzerzugs Rufzeichen Gridiron zu ermöglichen. Die VBA hat mehrere Verteidigungsstellungen entlang ihrer Marschroute errichtet. Ihre erste Aufgabe besteht darin, sich an Gridirons rechte Flanke zu begeben und sich um Panzerabwehrteams an einem Checkpoint der VBA zu kümmern. Verstanden? Over. Dagger 1, hier ist Dagger 1 Bravo. Verstanden. Sind schon unterwegs. Out. Griff die Kiste an. Wir machen uns auf den Weg. Bravo. Heute haben wir schweres Gerät an unserer Seite. Wir müssen ein paar M1 Abrams Panzern den Weg auf den Berghang freimachen. Packen wir es an. Dagger 1, hier ist Dagger 1 Bravo. Wir nähern uns dem Beobachtungsposten. Bitte kommen. Dagger 1 Bravo, hier ist Dagger 1. Verstanden. Ihre Ziele sind Panzerabwehrteams, die in den Baumreihen um den Checkpoint stationiert sind. Gridiron wird sich um Panzer und feste Stellungen kümmern. Die Panzerabwehrteams müssen ausgeschaltet sein, bevor Gridiron dort ankommt. Anweisungen verstanden? Over. Wo sind sie denn? Dagger 1, hier ist Dagger 1 Bravo. Alles verstanden. Wir geben uns jetzt zum Beobachtungsposten. Out. Oh shit. Dagger 1 Bravo, hier ist Dagger 1. Da vorne stehen sie. Nein. Oh, schaut mal hier an, da sind sie. Ich wollte die jetzt eigentlich umgehen. So ein Scheiß. Ah, ich habe die Panzer schon gesehen da vorne. Jetzt habe ich wirklich gedacht, wir können noch rechts rumfahren. Da waren wir doch zu weit schon dran. Da hätten wir oben an dem letzten Wegpunkt halten müssen. Dagger 1 Bravo, hier ist Dagger 1. Bitte kommen. Over. Dagger 1, hier ist Dagger 1 Bravo. Warten auf Anweisungen. Dagger, Ihr Befehl lautet, den Vorstoß eines Panzerzugs Rufzeichen Gridiron zu ermöglichen. Die VBA hat mehrere Verteidigungsstellungen entlang ihrer Marschroute errichtet. Ihre erste Aufgabe besteht darin, sich an Gridirons rechte Flanke zu begeben und sich um Panzerabwehrteams an einem Checkpoint der VBA zu kümmern. Verstanden? Over. Dagger 1, hier ist Dagger 1 Bravo. Verstanden. Sind schon unterwegs. Out. Wirf die Kiste an. Wir machen uns auf den Weg. Bravo. Heute haben wir schweres Gerät an unserer Seite. Wir müssen ein paar M1 Abrams Panzern den Weg auf den Berghang freimachen. Packen wir es an. Dagger 1, hier ist Dagger 1 Bravo. Boah, da fängt der immer voll. Boah. Leck mich am Arsch, ist rutschen an. Bravo, hier ist Dagger 1. Verstanden. Ihre Ziele sind Panzerabwehrteams, die in den Baumreihen um den Checkpoint stationiert sind. Alter, bleib doch stehen. Hier ist Dagger 1 Bravo. Alles verstanden. Wir geben uns jetzt zum Beobachtungsposten. Out. Dagger 1 Bravo. Hier ist Dagger 1. Jetzt warte mal, jetzt müssen wir mal schauen. Unterstützung ist jetzt verfügbar. Sie können sie jederzeit anfordern. Dagger 1 out. Lassen wir es krachen. Alle Ziele zum Abschuss frei. Die haben ja keine Ahnung, was hier war. Das geht nicht. Scheiße, wie war das mit dieser Feuerunterstützung nochmal? So, oder? Nee. Ah, das ist natürlich blöd, wenn wir manche Positionen nicht oft nehmen müssen, wie zum Beispiel diese Feuerunterstützung. Da weiß ich natürlich überhaupt nicht mehr, welche Taste. Aufstehen, Waffenauswahl, Munition auswählen, Fokus, Feuermodus, Fernglas. Ja, Fernglas weiß ich. Kampfunterstützung anfordern, Umschalttaste rechts, achso.
Also eine Taste, die man eigentlich so überhaupt nicht benutzt. Jetzt warte mal, wir machen jetzt mal. Ah. Und dann. Artillerie. Machen wir schweren Messer. So. Verteilt eng, ja, machen wir eng. Feuerunterstützung, Koordinatenpunkt 2. Also, fünf, das haben wir. X-Ray 5, Yankee 0. Feuerunterstützung ausgeführt. So, jetzt warte mal, wir haben mal Luftangriff auch noch. Jetzt mal schauen, das waren doch mehrere Ziele, die uns hier gerade vorhin beschossen haben. Leichtes Panzerfahrzeug, 400 Meter westlich. Okay, der ist zerstört. Auch die anderen sind schon zerstört, das war nur der eine. Oder mal. Achso, wir haben nur Artillerie. Golf, X-Ray, 5, Yankee, Panzerabwehrschütze, 500 Meter westlich. Warte mal, da oben stehen auch noch welche. Dagger 1, Bravo, hier ist Dagger 1. Achtung, Grid Iron hat sich... Wollen wir schnell schauen, ob es ist. Ziel, Panzerabwehrschütze, yes. Wurde eliminiert. Bereithalten für Feuerunterstützung. Over. Mal eng. Feuerunterstützung, Koordinatenpunkt 2, 5. Ja, wir müssen aber schauen, ob da nicht noch mehr rumstehen. Feuerunterstützung ausgeführt. Ne, ich glaube, das waren alle. Ich sehe jetzt hier eigentlich keinen mehr. Ziel, Panzerabwehrschütze, wurde eliminiert. Ja, müssten alle gewesen sein. So. Schnell ins Fahrzeug zurück. Und das ist ja unbemannt hier. Ah, schaut hin, hier kommen sie schon. Hä? So, da war doch keine mehr. Aussteigen. Ah, warum aussteigen? Ins Fahrzeug einsteigen. Positiv. Oh, halt, du bist noch da. Komm. Ah, ich habe jetzt keine mehr gesehen da unten. Ach, hier drüben, schaut an. Links sind noch welche. Oh, leck der Panzer. Scheiße. Oder mal hier. Oh, shit. Langsam. Der driftet voll weg. Jetzt warte mal, da müssen wir die schnell noch. Na, ah, die habe ich überhaupt nicht gesehen. Bereithalten für Feuerunterstützung. Over. Feuerunterstützung. Aber jetzt, ja. Feuerunterstützung ausgeführt. Okay. Das müssen aber dann alle gewesen sein. Ja, ich habe da oben jetzt nicht mehr drauf geachtet. So, jetzt schießt er. Yes, jetzt haben wir es zerstört. Ziele getroffen. Panzerabwehrteams ausgeschaltet. Over. Dagger 1 Bravo, hier ist Dagger 1. Gute Arbeit. Lassen Sie Grid Iron die Straße sichern und schließen Sie anschließend zu Ihnen auf. Ihr nächstes Ziel befindet sich etwa einen Kilometer die Straße rauf. Verstanden? Over. Ja, dann lassen wir die halt erstmal vor. Hey! Ey, was ist denn jetzt? Nein, Fahrzeug kaputt. Genau, so ein Mist. Oh, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Wo ist denn der jetzt? Oh, scheiße.
Okay, jetzt warte mal, jetzt gehen wir aber erstmal schnell auf unsere Waffe wieder. Repariere dieses Fahrzeug. Ach so, der macht nur die Tür auf und kann es reparieren, auch nicht schlecht. Und einer ist verwundet. Jetzt warte mal, drei. Scheiße, wo ist denn der vierte? Ist der noch im Auto drin? Wo ist Nummer 4? Ist der jetzt verletzt oder tot? Schüsse. Ah, ich kann es nicht sagen. Ins Fahrzeug einsteigen. Positiv. So ein Scheiß, schon wieder ein Mann verloren. Dagger 1, Bravo, hier ist Dagger 1. Achtung, Gridiron hat sich in Bewegung gesetzt. Out. Toter Soldat, einer von denen. Okay, wir fahren auf jeden Fall jetzt auf den Hügel hoch. Nein, 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 nicht umfallen. Panzerabwehrschütze, 200 Meter südwestlich. Shit. Wir dürfen uns nur nicht festfahren hier. Panzerabwehrschütze, 100 Meter südwestlich. Hey Kumpel, triffst du auch was? Oh, shit. Hat schon wieder unser Auto erwischt. Ja, natürlich voll. Okay, gesichert, ja. Wir bräuchten aber ein Fahrzeug, Mensch. Wie weit war denn jetzt das Fahrzeug weg hier unten? 200 Meter westlich. Da ist er. Ziel, Gewehrschütze wurde eliminiert. Ja, ist blöd, wenn wir jetzt unser Fahrzeug verloren haben. Ziel, Gewehrschütze wurde eliminiert. Vorrücken, Koordinatenpunkt 2, 4. So, wir müssen jetzt schnell hoch. Bin unterwegs. Schauen, dass wir die Panzerabwehr hier ausschalten. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwas falsch gemacht. Ich habe jetzt ja wirklich gedacht, wir sollen vorfahren. Warte mal, kommen jetzt die Panzer schon? Gleich aber. Hey, unser Vierter ist wieder da. Ja, ich glaube, wir haben einen Kontrollpunkt. Wenn irgendein Kontrollpunkt ist, glaube ich, erwecken unsere Toten hier wieder zum Leben. Warte mal, jetzt machen wir erstmal mir folgen. Die sollen jetzt erstmal hier mitgehen. Wir müssen jetzt schnell hier hoch, bevor die Panzer kommen. Gewehrschütze, 200 Meter westlich. Da sind sie. Ziel, Gewehrschütze wurde eliminiert. Scheiße, wo ist er? Da. Kannst du nicht hinter einem Baum verstecken, ich erwische dich trotzdem. Lade nach. Ah, ist glaube ich aber verwundet, oder? Ja. Feindkontakt! Panzerabwehrschütze 200 Meter westlich. Warte mal, welche Waffen haben wir? Na, nur die. Kontakt, Panzerabwehrschütze, 200 Meter, westlich. Ah, sind wir ein bisschen zu hoch. Ah, wir treffen hier nichts. Müssen wir näher hin. Ein Kontakt, Panzerabwehrschütze, 200 Meter, westlich. Jetzt warte mal, wenn ich jetzt die Leute aufteilen lasse. Glaube ich, wär sogar besser. Boah, jede Menge. Jetzt warte mal, ihr zwei geht mal hier hin. Vier, schnell vorrücken, Koordinaten. Und du gehst bei mir mit. Wir folgen. Positiv. So, erstmal hier rüber. Boah, wir haben auch schon fast keine Munition mehr. Ja,
Geschütze, 100 Meter nordwestlich. Feindkontakt, Panzerabwehrschütze, 100 Meter westlich. Boah, die sind überall. Ja, da sind sie. Feindkontakt! Feindkontakt! Panzerabwehrschütze, 100 Meter westlich. Scheiße, jetzt geht meine Munition gleich aus. Ja, wir können da nicht hoch, weil da sind wir hier unter Feuer. Ziel, Panzerabwehrschütze, wurde eliminiert. Nein, nee, ich muss mir erst Munition holen. Wo haben wir die vorhin ausgeschaltet? Shit, wo waren das? Ich glaube irgendwo hier oben, oder? Jungs, haltet bitte durch da hinten. Nein, wo waren die Leichen? Keine Ahnung. Die Zielpanzerabwehrschütze wurde eliminiert. Also die haben wir, dann müssen wir halt schnell zu denen hier rüber gehen. Ja. Das passt. Ich habe eh kein Fahrzeug mehr. Dagger 1 Bravo, hier ist Dagger 1. Sie erhalten neue Befehle. Wir planen eine Panzeroffensive auf VBA-Stellungen am Fuß des Gebirges. Dafür müssen die Mörserteams der VBA außer Gefecht gesetzt werden. Stürmen Sie das Kloster und schalten Sie die hier stationierten Mörserteams der VBA aus. Ihr Ziel sind die Aufklärungsteams der Mörser. Wenn wir Ihre Mörserteams blenden, können Sie unseren Vorstoß nicht mehr direkt unter Beschuss nehmen. Verstanden? Over. Dagger 1, hier ist Dagger 1 Bravo. Verstanden? Over. Capone duldet keinen weiteren Aufschub der Offensive auf dieser Seite der Insel. Der Angriff findet wie geplant statt. Bis dahin müssen die Mörser außer Gefecht sein. Verstanden? Over. Dagger 1, hier ist Dagger 1 Bravo. Alles verstanden. Machen uns auf den Weg zum Kloster. Aus. Aber immer noch 1,8 Kilometer. Okay, Bravo. Wegen solcher Einsätze seid ihr zu den Marines gegangen. Wir müssen rauf auf diesen Berg. Scheiße. Teams der VBA ausschalten. Tun wir, was wir am besten können. Taktischer Angriff, Marines. Ich hoffe, dass wir mit dieser Munition noch weiterkommen. Warte mal, hier kommen die ganzen Panzer. Ist aber trotzdem noch ein weites Stück hier. Es hat auf der Karte gar nicht so weit ausgeschaut. Wir sind schon dabei. Dagger 1, hier ist Dagger 1 Bravo. Erhebliche Feindaktivität am Berg. Erbitten Luftnahunterstützung. Over. Dagger 1 Bravo, hier ist Dagger 1. Negativ. Zu viele mobile Flugabwehreinheiten befinden sich vor Ort. Over. Ah, hier unten. Dagger 1 Bravo. Verstanden. Unterstützung, wenn wir die Flugabwehreinheiten selbst erledigen, Sir. Over. Dagger 1 Bravo, hier ist Dagger 1. Positiv. Wenn die Flugabwehr außer Gefecht ist, steht die Luftunterstützung bereit. Rufzeichen Sword. Ihr Angriff auf das Kloster darf dadurch jedoch nicht verzögert werden. Sword vermutet mindestens 2 Flugabwehreinheiten im Tal. Aktuelle Position unbekannt. Alles verstanden? Over. Ja, da haben wir es. Verstanden. Out. Okay, Bravo. Wir erhalten 2 Flugabwehr im Tal. Wenn wir die Flugabwehr unten im Tal ausschalten. Wir bekommen dafür keine zusätzliche Zeit und wir müssen sie aus der Entfernung erledigen. Nichts wie los. Aus der Entfernung. Also, machen wir es mal so. Ach so, und wir haben nicht mal Artillerie. Das ist ja blöd. Ich habe mir gedacht, dass wir wenigstens Artillerie bekommen. Feindkontakt, Panzerabwehrschütze, 100 Meter westlich. So, warte mal, müssen wir erstmal die ausschalten, ne? Shit.
Ja. Wir müssen jetzt mal die anderen noch zu uns mit herholen. Jetzt warte mal, ihr kommt jetzt mal schnell hierher. Waren wir unten im Tal. Ja, könnten wir ja die eigentlich da unten angreifen lassen. Jetzt warte mal, ich muss mir erstmal verbinden. So, und ich gehe weiter hier hoch. Bleiben wir mal bei der Waffe. Ich blute. Schau meine Hand an. Na. So, du gibst jetzt mal hier Unterdrückungsfeuer. Nein, ihr doch nicht. Warte mal, jetzt muss man das hier wieder auswählen. Ihr sollt hier angreifen. Zwei, Angriff auf Panzerabwehrschütze. Positiv. Ich treffe den einen hier unten nicht. So, komm. Einmal noch. Dreimal haben wir ihn jetzt. Hätte ich doch die andere Waffe genommen. Aber wir müssen auf jeden Fall da unten hin, wegen der Munition. So, warte mal, haben wir den jetzt? Ne. Ach, da unten ist auch noch einer. Da schaut hin. Scheiße, Munition leer. Ne, der eine da drüben lebt auch noch. Wir müssen den schauen, dass wir den umgehen hier. Die sind ein bisschen zu weit weg. Und ihr seht schon, wir haben nur noch zwei Magazine. Wie? Ist das euer Ernst? Scheiße, ich sehe nichts. Ziel, Panzerabwehrschütze wurde eliminiert. Naja, jetzt haben wir das mal. Unsere anderen Einheiten sind hier drüben. Die letzten 30 Schuss. Scheiße, ich sehe nichts. Den haben wir auch. Komm her zu mir. Okay, die haben wir. Schnell Munition nehmen und dann weiter. Ja, Inventar, ich drück doch. So, jetzt mal ganz kurz Munitionsübersicht. Für die Waffe haben wir nichts. Warte mal, dann nehmen wir jetzt einfach mal. Da haben wir. Ach. Da haben wir die Waffe. Da haben wir nichts. Habe ich jetzt die Panzerfaust? Ja. So, Jungs, treffen wir mit dem Scheißding. Ich glaube, wir haben. Oder haben wir schon mal mit der Panzerfaust geschossen? In irgendeiner Mission? Ich denke, sogar mit am Anfang war das. Probieren wir das mal. Und? Oh. Naja, so müssen wir höher. Ha, wir hätten viel näher hinken müssen, glaube ich. Warte mal, was ist das hier drüben? Wir gehen näher hin.
Warte mal, wo sind denn unsere anderen? Sind die ausgeschaltet? Nee. Wieso greift denn ihr nicht an? Oh, warte mal, die sollen hier unten angreifen. Da sind dann noch mehr Einheiten. Kurzen Überblick hier. Verwundete behandeln. Naja, das ist jetzt erstmal egal. Du kannst dir mir hinterherlaufen. Und ihr geht bis hierhin. Schnell vorrücken. Koordinatenpunkt 2, 3. Foxtrot, X-Ray, 8. Yankee, 8. Bin unterwegs. Vor allem schaut mal an, wie weit wir hier noch hoch müssen. Shit. Boah, hört ihr das? Panzerabwehrschütze. 200 Meter nordwestlich. Ja, von hier. Kontakt! Gewehrschütze 200 Meter nordwestlich. Ja, hier sind sie. Scheiße, wo ist denn jetzt? Ziel, Panzerabwehrschütze wurde eliminiert. Okay, einen hat er, aber ich sehe die anderen nicht. Scheiße. Ziel, Gewehrschütze wurde eliminiert. Dann müsste aber immer noch einer sein. Ziel, Unterstützungsschütze wurde eliminiert. Wunde versorgt. Ah, perfekt. Dankeschön, mein Freund. So, greifen jetzt die anderen an. Ah, ich glaube, die schießen auch, ja. Perfekt, und ich glaube hier vorne ist... Oh. Nein, 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 nein. Mach hinne. Boah. Jetzt gehen wir noch drauf. Leichtes Panzerfahrzeug, 300 Meter nördlich. Scheiße. Ja, ja, ich sehe nichts. Der ist hier vorne. Keilformation. Boah, fuck. Jetzt waren wir so gut. Jetzt warte mal, was haben wir hier? Die Mörser-Team, Flugabwehrfahrzeuge ausschalten, ne? Bin ja mal gespannt, wo jetzt unser Kontrollpunkt war. Okay, wir sind hier oben noch. Bravo, wir müssen weiter vorrücken. Wenn wir nicht in Bewegung bleiben, schießen sich die Mörser immer mehr auf uns ein. Vorwärts. Dagger 1, hier ist Dagger 1, Bravo. Erhebliche Feindaktivität am Berg. Erbitten Luftnahunterstützung. Over. Dagger 1, Bravo, hier ist Dagger 1. Also, wir brauchen diese Panzerfaust. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Dagger 1, hier ist Dagger 1, Bravo. Jetzt warte mal. Luftunterstützung, wenn wir die Flugabwehr einleiten, selbst erledigen, Sir. Over. Dagger 1, Bravo, hier ist Dagger 1. Positiv. Wenn die Flugabwehr außer Gefecht ist, steht die Luftunterstützung bereit. Rufzeichen Sword. Ihr Angriff auf das Kloster darf dadurch jedoch nicht verzögert werden. Sword vermutet mindestens zwei Flugabwehreinheiten im Tal. Aktuelle Position unbekannt. Alles verstanden? Over. Dagger 1, hier ist Dagger 1, Bravo. Verstanden. Out.
Okay, Bravo. Wir erhalten Luftunterstützung, wenn wir die Flugabwehr unten im Tal ausschalten. Wir bekommen dafür keine zusätzliche Zeit und wir müssen sie aus der Entfernung erledigen. Nichts wie los. Ja, jetzt schaut es auf jeden Fall schon mal besser aus. Ziel, Panzerabwehrschütze wurde eliminiert. Die drei haben wir alle. Diesmal ging es ein bisschen schneller. Und jetzt müssten wir halt nur mit dieser blöden Panzerfaust hier richtig treffen. Also wenn ich denke, aus meiner Bundeswehrzeit, da hatten wir auch Panzerfaust schießen, da hatten wir wie so schöne Entfernungsmesser mit drauf. Achso, warte mal, der ist ja rausgelaufen. Warte mal, was haben wir jetzt hier? Okay, dann können wir ja eigentlich die Waffe wechseln. Na, wir brauchen die Panzerfaust. Halt. So, und da haben wir die Panzerfaust. 3 Schuss haben wir. So, und hier haben wir halt wirklich nur unser Fahrtenkreuz. Weder eine Anzeige. Gehen wir trotzdem schnell nochmal aufs Fernglas. Schauen mal kurz hier rein. Oh, oh, oh. Ja, okay, auf 744 Meter Panzerfaust schießen ist ja auch nicht normal. Okay, warte mal, wo waren jetzt die Gegner hier unten? Sollen wir aus der Ferne ausschalten? Also wäre das Beste wirklich, wenn wir jetzt hier vorne erstmal durchgehen. Dass wir von den Leuten hier drüben wegkommen. Aber wie gesagt, wir müssen hier aufpassen, weil hier unten sind noch welche. Sind die jetzt alle auf mir folgen? Ich glaube schon. Oh, warte mal. Die drei nicht. Oder doch? Ah, schaut mal hin. 1, 2, 3, 4. Boah, wir sind schon unter Beschuss. Da drüben hinterm Baum ist, glaube ich, einer. Ah, da schießt man in die Felsen rein. Ja. Ziel und der Schütze wurde eliminiert. So, wir gehen weiter vor. Haben sie den schon erwischt? Ja, das haben wir einen erwischt. So, jetzt müsst ihr halt nur wissen, wo die anderen sind, wegen dem Unterdrückungsfeuer. Perfekt, zweite ist auch weg. Jetzt warte mal, ihr müsst jetzt eigentlich erstmal die Verwundung. Ah, shit. Nein. Sanitäter, bin unterwegs. Ey, jetzt hat doch einer von meinen eigenen Leuten jetzt auf mich geschossen, oder? Der Treffer war hinter, also die Anzeige war hinter mir. Wunde versorgt. Das macht man vor allem nicht, Jungs. Müssen wir trotzdem Unterdrückungsfeuer hier unten auf die Stellungen geben. Warte mal, geh mal weg. Machen wir jetzt. Aber ich sehe nicht, von wo der Gegner kommt. Der muss ja von hier unten kommen. Ach. Doch, da ist er. Wir haben schon wieder einen Treffer bekommen. Da ist er doch. Ziel, Panzerabwehrschütze wurde eliminiert. Okay, wir haben beide. Warte mal, Feuer einstellen. Zwei, Feuer einstellen. Brauche ich erstmal hier Verbandsmaterial wieder.
Okay, und jetzt müssten wir ja eigentlich den Weg erstmal frei sein bis davor. Warte mal, wir folgen. Positiv. Hey, hier unten laufen auch noch welche. Schaut hin. Da unten sind welche. Und lauf mir doch nicht immer direkt vor meiner Schusslinie rum. Aber es ist schon geil gemacht. Ha? Wir haben jetzt unseren... wir haben unseren Fußtreffer bekommen, dass wir nicht mal mehr rennen können. Ja, ich will jetzt auch schauen, schnell wegen der Munition. Die Zeit werden wir schon schnell haben. Warte mal, Munition. Ja, hier vorne sind auch welche. Okay, also, wir spielen jetzt glaube ich auch schon wieder über eine halbe Stunde. Dann war es das erstmal. Wir werden uns dann in der nächsten Folge sehen, wenn wir dann genau ab hier weitermachen. Ich hoffe natürlich, wir können mit der Panzerfaust richtig schießen, dass wir was treffen. Wir haben nicht nur 3 Schuss. Also, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Macht es gut. Tschüss. We'll be right back.